die Krone der Überwindung. Das Datum von diesem Traum weiß ich nicht mehr, vermutlich zwischen 2005 und 2006. Ich träumte, dass ich gerade in den Himmel kommen würde. Jesus stand vor mir und sah mich lächelnd an. Er hatte ein weißes Gewand mit einem goldenen Gürtel an. So ähnlich wie er in der Offenbarung Kapitel 1 Verse 12 bis 20 beschrieben wird. Dann beugte ich meinen Kopf und er setzte mir feierlich eine Krone auf. Als ich mich wieder aufrichtete, sah ich, wie Jesus mich liebevoll betrachtet. Er sah dabei wie verliebt aus, was mich sehr berührte. Als ich aufwachte, spürte ich noch immer seine tiefe Liebe. Der Traum war eine Ermutigung für mich, nicht aufzugeben. Es war eine schwierige Zeit für mich, und die Begegnung mit Jesus und seiner tiefen Liebe war ein Trost und großer Halt. Noch dazu berührte mich der Blick, mit dem Jesus mich ansah, völlig verliebt und glücklich, trotz meiner Schwächen. In der Bibel finden sich viele Stellen, die darauf hinweisen, dass wir als seine Kinder mehrere Kronen erhalten werden, ja vielleicht jetzt schon besitzen. Unter anderem die Krone des Lebens, die Krone der Gerechtigkeit und die Krone der Überwindung. Ganz besonders sprach mich diese Bibelstelle an, als ich damals diesen Traum hatte. Offenbarung Kapitel 3, Vers 11: Siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Dies war eine Aufnahme der Internetseite www.prophetenschule.org. Dort findest du weitere Artikel und Audiodateien, hauptsächlich über die Themen Gottes Stimme hören und Prophetie. Gerne darfst du die Audiodateien zu nicht kommerziellen Zwecken weiterverbreiten, zum Beispiel als Download anbieten, auf CDs brennen etc., wenn du die Angaben zum Urheberrecht nicht entfernst und auch keine Inhalte veränderst. Liebe Grüße, Julia Berndt.